Ok, aussi un bon voyage et à la prochaine. Et la troisième, et après la trois. Auf der Welt besuchen wir auch die Schulen. Wie zum Beispiel hier in Lüli. Die Schüler hier müssen Punkte vergeben und die Fahrzeuge beurteilen. Die Wave Trophy heute wieder unterwegs auf der Grand Tour aus Switzerland. Nach den wunderschönen leuchtenden Kinderaugen in Lüli sind wir jetzt mit unseren Elektrofahrzeugen weitergefahren durchs wunderschöne Lavo, das UNESCO-Weltkulturerbe. Diese Rebberge, die sind einfach wunderschön und bezaubernd. Diese Terrassen hier wurden im 12. Jahrhundert von Mönchen angelegt. Die Schasslertrauben hier an dieser einmaligen geografischen Lage profitieren in dreifacher Hinsicht. Einerseits tagsüber die Sonne, die sie bestrahlt, abends dann der See, der rückstrahlt, der Genfer See, und in der Nacht dann die Rückstrahlung von diesen Wänden, die die Mönche angelegt haben. Hurra! So cool, ich bin das erste Mal hier und das Lavo habe ich auch nicht gekannt. Wir hatten viel Spaß hier im Lavo und jetzt geht's weiter ins Freiburgische Tafers. Immer noch richtig kühl. Ja. Ich will auch ein bisschen beitragen. Das heißt schon auch mit einer. Wie weit kann man damit fahren? Kommt darauf an, wie du fährst. Ja, 45.000 Euro. Auto.